Hallo, hallo zum Nagelkunstradio von und mit mir, Nails, Coffee and Tea. Ich begrüße euch zu einem neuen Inspirationsvideo. Und zwar war das angefragt, das habe ich auf Instagram mal gepostet, ist schon ein bisschen länger her, aber ja, kam ganz gut an. Ich finde es auch ganz schnucklig und wir arbeiten heute mal wieder auf einem kürzeren Nagel, sodass wir auch die erreichen, die eher kürzere, ja, Mandeln, Ovale, Square, was auch immer tragen. Und ich nehme euch hiermit jetzt mit und lade euch ein. Entweder macht ihr mit, wenn ihr es da habt, die Produkte, das ist nicht allzu viel. Es sieht nur schon wieder so viel aus, ist aber nicht so. Also, ich erkläre es gerade mal vorab. Also, ihr bräuchtet eine Stamping-Schablone. Wir werden mich heute stampen zusammen. Die irgendwie so in Richtung Schrift was für euch parat hat. Oder so ein bisschen Vintage. Es muss nicht der Schriftzug sein. Es kann auch was anderes Verspieltes sein. Nur sollte es halt irgendwie elementar sein. Also jetzt nicht so sowas, ne, oder hier sowas, sondern wirklich, was ihr auch einzeln eben abstampen könnt. Und wen es interessiert, Entschuldigung, ich bin wieder so. Oh. ich muss gerade mal die Platte für euch putzen, damit man überhaupt was sieht, weil das ist natürlich eine Moira. Wie unschwer zu erkennen. Ich benutze sie sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne. Und das hier ist diese da. Und zwar heißt die gute Platte 05 Vantage. Vintage. Geht schon wieder los. Vintage. Davon gibt es, glaube ich, lasst mich überlegen. Ich glaube, ich habe die andere auch. Aber ist ja jetzt egal. Es geht hier drum. Also das wäre einmal die Stamping-Schablone von Moira. Und dann habe ich noch mal eine von Mooyoo. Lasst mich schauen, wir gucken uns auf der Rückseite an. So sieht die von der Rückseite her aus und die ganze ist hier mit diesem Namen versehen. Die 02 von Scholar Collection. Guckt mal, da sind nämlich auch, also wenn ihr die nicht habt, dann habt ihr vielleicht diese hier, sind nämlich auch mehrere Schriftzüge. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ich glaube, ich habe sogar den nur benutzt und habe mich von dem anderen. Ja, ich nehme den jetzt hier wieder, weil wenn, dann müssen wir es ja einigermaßen gleich arbeiten. Die hat mehrere solcher Schriftzüge. Hier aber explizit diese Tupfen, diese Flecken, Farbflecken, die könnt ihr aber auch ohne Stamping machen. Das kann man auch malen, wäre kein Problem. Okay, damit ist die auch geklärt, die Platte. Genau, ich putze die nachher nochmal mit dem Aceton einmal drüber, dass wir wirklich fettfrei arbeiten. Ja, dann habe ich hier meine Tipps vorbereitet und ja, im Grunde könnt ihr es mit jeder Farbe arbeiten. Ich könnte mir, ich zeige es noch mal kurz, dieses Design auch sehr gut in der Kombi grundiert in Rosé vorstellen, Altrosé, das wäre dann auch noch so ein bisschen, ja, ganz passig, aber das ist wieder eine Geschmackssache, ja, also da muss jeder gucken, wie er mag. Ich habe hier im Untergrund bei dem hier zum Beispiel auch nochmal mit einem grauen Marmor gearbeitet. Deswegen sieht das so ein bisschen fleckig aus. Aber gerade das sieht auch ganz schön aus jetzt so in der Beobachtung der Tipps, im Anschauen. Muss zwar zweimal hinschauen. Ich habe jetzt mal diesen Grauton. Ich glaube, das ist er auch. Ich habe nämlich zwei solche helleren. Das liegt jetzt schon ein bisschen weiter in der Vergangenheit, das Design, sodass ich gar nicht mehr so richtig weiß. Aber ich glaube, das ist der Grauton. Also wie gesagt, ich grundiere grau. Gucken, wie nimmt die Kamera mit? Ganz gut, jawohl. Das könnte so stimmig sein. Also einmal grundiert. Setzen lassen. Dann nehme ich mir den anderen noch dazu. Ups, ich muss erstmal wieder lernen, mit richtig langen Nägeln umzugehen im Moment. Fällt es mir wieder schwer mit der Form hier. ja. Zu greifen. die sind schon noch ein bisschen länger als das, was ich hier auf der rechten trage. Die Press-Ons halten noch. Kann sein, dass das Video hier wieder so ein Zwischenschiebevideo wird. Keine Ahnung, mal gucken, weil im Moment steht echt viel an. Ich werde äußerst gefordert von euch. Aber okay, das soll ja auch Spaß machen alles. Gut, ich härte das Ganze erstmal aus. Einmal in die Lampe. Genau, also kurzes Statement.
Mein Clear Design, das muss man halt immer, oh, die muss man wirklich immer schrubben von unten. Es hält noch gut. Ich habe jetzt 1 Millimeter, 1 bis 2 Millimeter Rauswuchs. Ja, wobei hier der Ringfinger sogar wirklich 2 Millimeter hat und der hier ist ein bisschen langsamer. Also die Nägel sind schon ein bisschen unterschiedlich im Wachsen, aber sie halten noch gut. Wir reden hier von immer noch von Jello Jello, ja. Als ich zeige es noch mal ganz kurz: Jello Jello als Peel-Off-Base im Untergrund zum Fixieren. Es hält immer noch alles sehr gut. Ich habe auch hier hinten noch keine Ablösung. Ich muss aber sagen, es war am Anfang. Das wisst ihr, das Video, das ist draußen. Ich habe mir da den Nagel gefetzt, aber zum Glück, er war trotz der Belastung, war hier alles festgeklebt. Das war alles ohne Lifting, trotz dieser Hebelwirkung, die ich da ausgelöst habe. Er ist ja auch im freien Nagelbett, freiem Nagelende quasi zerstört worden von mir. Aber alles andere hat hier gut gehalten. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich werde ihn jetzt, glaube ich, wenn ich ihn klebe, werde ich wahrscheinlich noch mal was anderes ausprobieren. Aber so wie es aussieht, komme ich nicht dazu. Ich werde die jetzt wahrscheinlich dann, wenn es soweit ist, dass ich ein blödes. Also ich habe kein blödes Gefühl. Es war nur am Anfang so dieses Flexible. Das bin ich halt nicht so gewöhnt. Ne? Also ich arbeite hier wirklich mit harten Gelen. Also hier der Kleine, den spüre ich schon so ein bisschen Instabilität. Liegt aber auch jetzt hier an dieser Oldschool. An diesem Oldschool-Verlauf, weil ich ja normalerweise eher hier hinten meinen Apex habe. Wenn ich jetzt modelliere, ist das natürlich ein ganz anderes Gefühl. Kurzum, ich gebe euch dann noch mal entweder ein Video dazu, wenn ich es dann ablöse, oder ich mache ein Fazit komplett in einem Video zusätzlich. Weiß ich noch nicht, kommt drauf an, wie viel Zeit ich jetzt habe, weil das wird jetzt immer heißer, je näher wir dem Frühling rücken. Geht mir hier echt die Zeit ein bisschen flöten. Also, wir tun jetzt mal so, als hätten wir es jetzt ein zweites Mal aufgetragen. Ich spare mir diesen zweiten Auftrag jetzt. Und jetzt kommt als nächstes, wenn ich mich richtig erinnere, ein Versiegler. Und ich hoffe, dass ich die richtige habe, die richtige Farbe in Gold. Ich nehme diese jetzt. Kann sein, dass die abweicht von dem eigentlichen, weil ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich einen Stift genommen habe oder lose. Ich gucke hier noch mal, ob ich hier noch irgendwo Gold drin rumfliegen habe. Das ist echt schwer, weil das ist so. Das, nee, das war das nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hoppla. Ich gucke noch mal kurz in meinem Regal, ob ich hier irgendwo noch ein goldenes habe. Ich glaube, ich hatte nicht den Stift. Ich glaube, ich hatte das hier. Ich glaube, das war das hier. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Was mache ich denn? Nein, ich nehm den. Ich nehm den aus dem Stift. Ich glaube, das ist besser. Gut, also wir verarbeiten Pigment, wie wir es ge gelernt haben oder gewöhnt sind vielmehr. Einmal einen High-Gloss-Versiegler ohne Inhibition auftragen. Und in diesem Fall mache ich jetzt einen nach dem anderen. Den schmeiße ich in die Lampe. Ich härte den ja so 16, ja, 30, 40 Sekunden. Dann hole ich den raus. Dann kommt der Spaß zum Einsatz. Ich mag den nicht wirklich. Also ich finde es eine platzsparende Geschichte, ja, aber ich weiß nicht, ich komme besser klar mit Losen, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Weil das reicht für mich, wenn ich komplett gehe, reicht das nicht aus. Bei mir funktioniert das so nicht. Ich hoffe, dass das der Ton ist, weil ich glaube schon, bin mir nicht ganz sicher. Ja, was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe den genommen. Ich bin mir nicht sicher. Er sieht auch sehr arg gelbig aus. Ich weiß es nicht, welchen ich da genommen habe. Fragt mich bitte nicht. Vielleicht liegt er auch irgendwo auf meinem Plateau. Seht ihr, das meine ich. Der ist auch schon ziemlich am Ende hier. Auch das andere Gold fand ich aber schöner. Das hier ist so quietschegelb. Oh nein, ich habe mich vergriffen mit Sicherheit. Ach, wie ärgerlich. Da müsst ihr jetzt mal durch. Wenn ihr keine Pigmente habt, könnt ihr auch mit diesem Blattgold arbeiten. Das geht auch. Also ich mache hier nichts anderes als so partiell eingerieben. Könnt ihr es sehen? Das ist tatsächlich gelblicher. Ja, so. Mehr mache ich da nicht. Ich nehme nochmal den anderen zum Vergleich. Oder ist das was, was ich selbst gemischt habe? Ich weiß es nicht mehr. Es liegt zu weit in der Ferne. Das ist jetzt echt ein bisschen blöde.
Ja, es liegt zu weit in der Ferne. Gut, ich brauche einen netten, weichen Pinsel. Jetzt nehme ich den Überschuss ein bisschen runter. Oh, knallt es bei mir am Tisch. Ich reibe es nochmal ein bisschen ein. Ah, dann wird es ein bisschen schwächer. Ja, dann, es ist aber nicht der, das Pigment. Also ein bisschen einreiben, nicht zu viel. Nicht, dass es euch ganz verschwindet, wäre blöd. Ja, gut. Und dann ist es so, dass ich... Aua, mein Daumen. Ich bin heute nicht vorbereitet. Normalerweise hat irgendwie alles immer am Platz. Heute bin ich nicht vorbereitet. Ich nehme noch her ein schwarzes. Ja. Dann arbeite ich da jetzt noch mal ein bisschen so einen Schleier drüber. Also ich, was heißt Schleier? Ich nehme halt ein bisschen Cleaner und einen Pinsel her. Und ja, der Pinsel ist natürlich nicht dafür gedacht. So, wartet. Also ich habe das so ein bisschen hier so reinlaufen lassen, dass es so ein bisschen fleckig wird. Ja, also so schwach geschwärzt, also ganz schwach geschwärzt. Also so ein Schleier halt. Nicht viel, ein bisschen cleaner nehmen, das Ganze wieder ein bisschen so dreckig machen, wisst ihr. So, jetzt hätte ich das erstmal kurz an. Das ist nicht das Gold, was ich genommen habe. Jai, was war denn das für ein Ton? Jetzt bin ich echt ein bisschen ärgerlich. Das war aber nicht der, der ist doch total gelb. Ja, der ist noch gelber. Das Pigment. Das ist immer so, wenn eure Anfragen kommen, kannst du mal das zeigen, wie du es gemacht hast. Und dann komme ich nicht gleich dazu und dann stehe ich da und weiß nicht mehr, welches Pigment ich genommen habe. Ich habe aber hier auch mal eins gemixt. Ich weiß aber nicht, wo ich das hingetan habe. Das ist jetzt echt brutal blöd. Absolut blöd, weil das ist auch gelb. Oder? Ja, das ist genauso wie das hier. Ich kann es euch nicht sagen, wo ich das her hatte. Also ihr könnt natürlich mischen, wenn euch das zu viel ist. Weil das kann es auch nicht gewesen sein. Das ist mit Sicherheit schon wieder zu hell. War es der hier vielleicht? Wir probieren es an dem anderen Tipp mal aus. Dann habt ihr auch beide Varianten, wie das mit Gelb-Gold aussieht. Das sieht ja quasi, ist ja auch wieder so eine Geschmacksgeschichte. Ihr wisst Bescheid. So, ja, genau. Das ist jetzt echt ein bisschen schade, weil hier finde ich es einfach deutlich schöner. Ihr könntet das, wenn ihr keine Pigmente habt, könnt ihr das auch mit Folie arbeiten. Dann sieht es vielleicht ein bisschen angerissen aus, aber dann müsst ihr das so zeichnen, dass es eben ja, weicher ist, dass es nicht aussieht wie gerissen. Das geht aber auch. Jetzt nehme ich ihn nochmal her und gucke, ob er das vielleicht war. Ich bin mir nicht ganz sicher, wen ich da genutzt hatte. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Traurig, ihr Lieben, traurig. Ich nehme mal ein Silikontool. Ich nehme mal hier was auf, aber ich glaube fast, dass sogar das hier war. Ja, ich glaube, das war's. Ich gehe nochmal rein und man sieht das nochmal so drauf. Ich glaube, das war's. Aber jetzt ist es egal. Also, einfach ein Pigment in Richtung Gold eurer Wahl. Es kann auch Bronze sein. Es kann auch Silber sein. Das ist jetzt auch wieder so eine Abwandlung der Geschichte, womit ihr arbeitet. Ja, sehen wir es doch sportlich. So. Okay, also. Dann nehmen wir ihn nochmal her. Ich möchte es halt jetzt nicht mischen, weil... Oder soll ich mit Silber mal arbeiten? Silberpigment habe ich ja. Gut, könnten wir machen. Ich guck mal, wo ist mein Silber? Silber, Silber. Es geht in Richtung Silber. Was ist nicht wirklich Silber? Das ist das hier. Das könnte man jetzt auch nehmen. Dann probieren wir das doch damit aus. Grau ist ja auch neutral in der Farbe. Da könnt ihr also, wie gesagt,
Ach, ich hasse diese Töpfchen. Also. Warum müssen die so eine Sauerei hinterlassen? Ich habe gleich wieder lauter Glitzer und Pigment an der Hose hängen. Weiß jeder schon wieder, dass ich am Tisch gesessen bin. Ja, so ist das. Da saß sie wieder am Tisch. Die Hose verrät es mit Pigmenten. Ja, also, dann nehmen wir hier sowas her. Der Kram kommt aus der Lampe. So, oh, das sieht auch gut aus. Das ist so Platin, möchte ich fast sagen. Reibt das hier so punktuell ein. Silikontool geht am besten. Schön einmassieren. So. Ich muss mal pusten. Ich habe meine weiche Bürste nicht am Tisch. So, jetzt seht ihr es im Vergleich. In Gold und in diesem... Ja, das ist ein tolles Pigment. Ich habe das noch nie benutzt, muss ich gerade feststellen. Sieht echt gut aus. Genau. Dann machen wir halt mal beide Varianten. Einmal warm und einmal kühler. Und dann habt ihr auch was davon. Und so, bitteschön. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich mit einem ganz feinen Läppchen da drüber gehe. Ja, es ist noch erhalten. Alles klar. Gut. Okay, Pigment verarbeitet. Dann kriegt ihr jetzt auch noch mal was Schwarzes. Dreckiges, Verwischtes drauf. Und das verdünne ich auch wieder mit ein bisschen Cleaner. Lass das ruhig fließen, ist gar kein Problem. Und wir härten das wieder aus, der andere kommt zu mir. Und dann kann das wieder in die Lampe. Genau. Es hat mich so ein bisschen an Alice im Wunderland erinnert. ja, das Ganze mattiere ich jetzt ab mit meinem Matt Topcoat, weil ich möchte gleich... noch stempeln und weil ich heute mit UV Stamping Gel arbeite, brauche ich eine matte Oberfläche, sonst rutsche ich mit meinem Stempel ab. Das sollte man dabei immer bedenken und beachten. Genau. Hätten wir den auch gerade durch. So, gut, dann schnappen wir uns doch die hier. Also wie gesagt, was ihr halt da habt. Wenn ihr keine Schriften habt, dann sucht euch irgendwas anderes, was so im Vintage geht. Oder malt euch diese Flecken halt von Hand und dann sieht das ja auch schon ganz nett aus. Ich habe hier, wenn ihr genau hinschaut, erst schwarz und dann weiß drüber gestempelt und auch leicht versetzt. Also ich wollte nicht unbedingt genau treffen, sondern ich wollte diesen Schatten quasi darstellen. Genau. So, damit ist dieses silbrige Teilchen auch zum Versiegeln mit Matt bereit. Dann machen wir das auch gerade. Tada! Hinein. So, genau. Jetzt muss ich den nochmal andrücken, weil wenn ich stempel, habe ich das gar nicht gerne, wenn da irgendwas anfängt zu wackeln. Also, ihr Lieben. Ich gucke jetzt gerade mal die Alice im Wunderland. Ich zeige euch mal den anderen Tipp, den habe ich ja auch noch. Das ist deswegen Alice im Wunderland, weil hier so ein Mädchen drauf ist, was ein Büchlein liest. Und diese große Schleife hat mich an Alice im Wunderland erinnert. Also ich würde es jetzt selber nicht auf den Nägeln tragen wollen, aber ich habe es einfach dazu gesetzt. Und das ist hier dieses. Und das habt ihr alles auf dieser Platte komplett. Also so ein bisschen eine Vintage-Geschichte. Hoppla. Gut, so, dann legen wir mal los mit dem Stempeln. Es gibt ja immer noch welche, die Probleme haben mit dem Stempeln. Das habe ich aber auch. Ich bin da auch nicht perfekt. Wie gesagt, es gibt Tage, da läuft es bei mir wie am Fließband. Und dann gibt es wieder Tage, da kann ich echt x-mal abstempeln, x-mal auftragen, abziehen, wie auch immer. Und es funktioniert einfach echt. Ja, da bin ich auch genauso manchmal ratlos. Ich nenne es dann einfach, es ist heute kein Stempeltag. Es ist halt so, ne? Gut, also, wir beginnen mit Schwarz. Stamping Lacke. Ne, ich mache jetzt mit Gel, mit Bon Pretty arbeite ich hier wieder. Tata, sie gehen langsam leer. Wenn ihr mit Lacken arbeitet, mit Stamping Lack,
lufttrocknend. Bitte denkt an den Double Tap drunter zu legen, lasst ihn kurz antrocknen und dann habt ihr alle Zeit der Welt, um zu applizieren. Es gibt ein Stamping-Video von mir aus alter Zeit, darf ich jetzt inzwischen sagen. Ich bin jetzt ein Jahr dabei, aus alter Zeit. Wenn ich dran denke, schicke ich es hier rein oder ich verlinke es euch unten in die Info. Mal schauen, wie gut ich da unterwegs bin mit meinem Merken, mit meinem Umsetzen. Jetzt brauche ich natürlich noch ein Tüchelchen. Moment. Gut. Tüchelchen drunter und los geht's. Ich würde sagen, hier war das. Ich glaube sogar, ich habe doch die von der Moira genommen. Ich nehme ganz wenig. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, entweder mit dem Pinsel, ja, das noch einzuarbeiten, so in die Rillen. Deswegen nehmt ihr wirklich erstmal ganz wenig. So, schön einarbeiten. Ja, das ist wirklich hauchdünn drauf. Das ist nicht viel Masse hier an Farbe. So, und dann schnappt ihr euch euer Kärtchen oder euren Scrapper. Zack, zieht das ab und vielleicht nochmal. Und dann müsste es schon gut sein, dass ihr keine Schlieren mitbekommt. Und seht ihr, das hat nicht funktioniert. Was ist hier wieder los? Ist das der neue? Ich glaube, das ist mein neuer Stempel. Stempel. Den Grund abreinigen. Das ist der neue, der muss noch gebadet werden. Ja, wartet, wo ist das Deckelchen? Seht ihr, weil meine müssen auch erst ins Spülbad. So, dann nehmen wir den hier. Gut, wartet, haben wir gleich. Ich hoffe, es liegt da drin. Aber ich meine, ich hätte hiermit schon mal abgezogen. So, probieren wir es nochmal. Ja, es lag am Stempel. Seht ihr, es lag am Stempel. Der war noch nicht im Bad. Der muss erst baden gehen. Ja, das sind so meine Tricks und Kniffe. Der eine kennt sie schon, der andere nicht. Also neue Stempel, wenn sie nicht wollen. Und ihr seid euch sicher, dass die Platte okay ist. Ab ins Spülibad. Einmal baden im Spülibad. Wer jetzt keine Lust hat, mein Stamping-Video zu gucken mit Tipps und Tricks, selber schuld. Okay. Schafft euch eine kleine Schüssel her mit Spülmittel, also Geschirrspülmittel. Ich muss es ja richtig sagen. Ich lasse jetzt mit Absicht diese Felder, die so ein bisschen in Schatten haben, weil das gibt dem Vintage erst recht seinen Charakter. Und dann geht er ein bisschen, legt das rein ins Spülbad, spült das einen Moment, holt es raus, wird abgetrocknet und dann müsste er funktionieren. Euer Stempel. So, ich nehme natürlich jetzt nicht das Ganze, sondern ich gehe jetzt hier so schräg drüber, Nummer 1 und hier unten die Schrift, seht ihr? Tada! So, eigentlich kann man jetzt nochmal stempeln, machen wir auch, wenn wir schon so fleißig dabei sind. Geben wir dem Ganzen hier noch einen dazu und da seht ihr, wie dankbar das ist, mit Stamping-Gelen zu arbeiten. So, das ist der Rest. Sehr schön. Gut, jetzt nehme ich ein Cleanerchen. Ein Cleanerchen und ein Zellettchen. Oh, ich bin wieder am Verniedlichen. Klasse. Pack das Ding erstmal kurz beiseite und mache meinen Kram wieder sauber. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Also die Schriftwahl ist eure Sache. Wenn ihr da mehrere Möglichkeiten habt, guckt halt, was euch am besten gefällt. Oder euer Motiv. Das ist ja jetzt egal. Sehe ich gerade hier sogar chinesische Zeichen drin. Ne? Ah, das wäre ja was für mein Drachendesign. Nicht schlecht. Stamping-Gel bitte doppelt aushärten. Zweimal 60 Sekunden, weil es erklärt sich von alleine, dass die auch vor allem gerade das Schwarz von Born Pretty brauchen ein bisschen länger, um wirklich durchzuhärten. Ich mache gerade die nächste Runde, weil sonst sonst kann es sein, dass ihr euch das verzieht und verschmiert. Das wollt ihr nicht. So, da guckt exakt der Stempel. Das ist mein Schatz. Der funktioniert immer.
Ob das jetzt Dampinggele sind oder Lacke, spielt gar keine Rolle. Und wenn der jetzt nichts aufnimmt, dann liegt es bei mir an der Platte. Also da könnt ihr immer, wenn ihr einen Stamper habt, wo ihr genau wisst, ja, der überträgt immer, dann könnt ihr damit auch eure schlechten Platten herausfiltern. Klar, ne? Wir haben ab und zu mal schlechte Platten am Tisch. Südele. Gut, und jetzt machen wir ein Doppelstamping draus. Also, der ist halt schon ein bisschen blind, der Kerl. Ich muss jetzt mal genau gucken. Ihn war ein bisschen versetzt. Ja, der ist schon ein bisschen blind, weil er ist halt auch schon in die Jahre gekommen. Aber ich mag ihn trotzdem so. Doppelt gestampt. Ist jetzt ein bisschen unruhiger als diese andere Schrift, aber ist ja nicht weiter schlimm. Oh, jetzt war ich hier fast direkt drüber. Schaut mal. Das ist nur noch ein kleiner Schatten. Da müssen wir ein bisschen üben. Auch kein Problem. Geht natürlich besser mit einem Stamper, der klar ist. Meine ist halt nicht mehr klar, aber ich mag ihn trotzdem noch gerne. Macht halt seinen Job immer noch. Vom Übertrag exakt. Vielleicht ist er auch nur von hier unten ein bisschen verstaubt. Warte, ich gucke. Naja, so viel macht es nicht aus. Der ist schon blind. Ein Blinder. Ein Blinder ist bei mir am Tisch. Macht nichts. So, das härten wir jetzt in aller Ruhe aus. Und dann fehlen eigentlich nur noch diese Flecken. Ja. Das sind auf dieser Platte hier oben diese da. Und da würde ich sagen, machen wir es einmal gemixt. Ein bisschen weiß. Und ein bisschen schwarz. Oh, ich glaube, das war too much. Mal gucken, dass ich ein bisschen was wegnehme, weil so ganz... Das mische ich jetzt auf der Platte. Dann gibt es ein Grau. Verziehe das hier rein, dass wirklich alles wieder benetzt ist. Seht ihr, ein richtig schönes, dreckiges Grau. Das muss ja auch mal sein. So, wartet. Da. Genau. Und dann ziehen wir das wieder ab. Ich gehe da wirklich meistens in zwei Richtungen drüber. Die Platte ist vielleicht jetzt nicht die beste. Ich gucke mal, ob ich noch eine schmälere da habe. Also ich würde immer noch eine dünnere nehmen. Ich gucke gerade, ob ich euch ein Beispiel zeigen kann. Die hier zum Beispiel ist super flexibel. Ist bei... helft mir bei Stamping Gel die bessere Wahl, würde ich jetzt sagen. Weil dann habt ihr nicht unbedingt diese Schmierereien. Es ging jetzt gut, aber wenn sie flexibler ist, dann kommt ihr da besser mit klar als die starre. So, jetzt muss ich hier wieder wegputzen, was mir hier nicht gefällt. Und jetzt seht ihr, das ist jetzt dunkelgrau gemischt quasi von schwarz mit weiß. Ich nehme mir jetzt hier noch so ein paar Sachen weg, die mir vielleicht zu viel werden. So, trockne das Ganze wieder ein bisschen ab. Da ist es. Und er hat ja jetzt nicht allzu viel gekriegt. Dann kriegt er hier seinen Fleck hin, seht ihr? Ja, das ist so ein dreckiges Design halt, was soll ich sagen? Vintage. Patina. Genau. Ja, ich glaube, hier müssten wir vielleicht sogar ein bisschen dunkler werden. Das könnte sein, dass euch das nicht erkennt. Dass ihr das nicht erkennt. Also machen wir hier jetzt nochmal schwarze Flecken drauf. Oder dunkeln das Ganze nochmal weiter ab. Geht ihr hier halt nochmal drüber mit euren Farben. Ja, das ist schön dunkel, das ist besser. So, und dann gehe ich hier so rein. Einfach drauf. Ich würde sagen, einfach mal drauf und gut ist. So, jetzt härten wir einmal komplett durch. Und ihr seht, es weicht halt wieder so ein bisschen von meinem Ursprung ab. Aber das ist halt so. Das wird euch genauso passieren. Ich habe schon mal die Frage beantwortet. Hast du schon mal Designs 1:1 umgesetzt? Also mir... Ich habe meine eigene Handschrift und es verändert sich auch immer. Und ja, ich sollte mir vielleicht demnächst mal ein paar Körbchen bereitlegen, damit ich auch immer weiß, mit welchem Set oder mit welchen Farben ich gearbeitet habe. Dann passiert mir dieser
Unterschied nicht. Es sei mir hier an der Stelle verziehen, bitte, dass es etwas abweicht. Aber gut, ihr wisst wenigstens, wie ich das jetzt gemacht habe. Einfach mutig übereinander gestempelt, ist überhaupt kein Problem. Ja. Und das Design kann man auch in rosa nacharbeiten. So, genau. Ich nehme hier die schon mal weg. Und ziehe meine Aristo schon mal an. Dann können wir uns das gleich insgesamt anschauen. Aber das muss jetzt wirklich gut aushärten. Das wäre ärgerlich, wenn ich mir das jetzt echt verziehe. Weil das ist halt, doch, ich denke, es ist durch. Es ist durchgehärtet, genau. Ja, so sieht es aus. Also guckt, was ihr an Möglichkeiten habt am Tisch. Ja, ich finde es jetzt ausreichend. Wobei ich sage, wenn ihr einmal schon mal abgestempelt, das ist schwierig mit diesem blöden Wort, wenn ihr einmal gestempelt habt, ist es besser, dann ist es etwas weicher im Abdruck, als wenn ihr gleich direkt geht. Das würde ich jetzt hier so für mich als Fazit mitnehmen. Ja, aber es ist halt wieder die Geschmackssache, ne? Ganz klar. Gut. Ich hole mir meinen Versiegler und versiegel den ganzen Spaß jetzt. Und ich hoffe, dass es durchgehärtet ist. Ja. Ja, sieht gut aus. Den Pinsel mal beiseite hier mit der Flasche, bevor ich es wieder umstoße. Ja, das ist so das Pigment im Untergrund. Ja, ich finde das so Vintage halt. Als dreckiges Nageldesign bezeichnen. Dreckige Nagelkunst. Also hier gebe ich zu, ist es zu fett. Es ist zu fett gestempelt. Wenn ich mir das jetzt so betrachte, es ist zu viel, aber gut. Es ist ja jetzt das Beispiel mit dem Silber gewesen. Ich schicke das jetzt auch gerade mal die Lampe. Das nächste Mal wird es kein Durcheinander geben. Da weiß ich genau, was ich benutzt habe. Seid mir da jetzt nicht böse oder nehmt es mir krumm. Sehen wir sportlich. Es war so lange schon her, dass ich da einfach, ich habe das Zeug alles weggeräumt und gut ist. Aber wie gesagt, ihr könnt das auch mit Folie arbeiten, mit Transferfolie oder eben auch mit, ja, was weiß ich, so Flakes kann man auch drunter legen. Also da ist eigentlich wieder völliger Raum nach oben gegeben. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Irgendwas habt ihr mit Sicherheit am Tisch, wenn was irgendwie golden ist in der Fläche. Oder hier das Blattgold, dieses dünne, gehämmerte. Das kann man auch wunderbar nehmen. Das wäre auch noch eine Sache. Wenn man das ordentlich mit dem Silikontool schön platt reibt, dann sieht das fast genauso aus. Genau. Also, einmal mit silbrigen. Ja, ich würde schon sagen, es ist silbrig. Mit einem silbrigen Pigment gearbeitet. Hubbela, das war es jetzt nicht. Das war jetzt das hier. Golden, golden, golden. Nee, das war der Stift. Und dann habe ich das oben drauf gelegt. Hier ist der Stift. Ich will keinen Unsinn reden. Ihr kennt die Stifte. Ich mag sie halt nicht. Ich arbeite lieber aus der Dose. Auch wieder eine Geschmackssache. Ja, und jetzt ziehen wir das Aristoline an, würde ich sagen. Damit ist dieses Video auch endlich im Kasten. Da war ich schon die ganze Zeit dran und habe gedacht, oh meine Güte. Ja, also meine Quittung habe ich bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, welches Pigment ich benutzt habe. Wie schade. Aber ihr wisst, also hier ist nichts professionell. Hier ist nichts perfekt am Tisch. Hier wird einfach nur gearbeitet an den Nägelchen. So, Dille, gucken wir doch mal. Irgendwie habe ich auch meine Lampen heute blöd eingestellt. So, Aristo ist bekleidet, bis auf den Daumen, den sparen wir uns jetzt. Ich lasse es mal so ein bisschen auf euch wirken. Also den haben wir jetzt gemacht, das waren die Vorbilder quasi. Das hier ist der, den ich jetzt mit euch zusammen gemacht habe. Hier ist halt das Ganze etwas dunkler, weil ich dann halt hier diesmal noch ein bisschen stärker mit Schwarz das bearbeitet habe in Richtung, ja,
will jetzt nicht sagen, dass es ein Marmor ist, aber durch dieses Verdünnen ist es halt ein bisschen dunkler, das Design. Also im Grunde könnt ihr das nach eurem Geschmack alles euch selbst so mischen und arbeiten, wie es euch gefällt. Wie gesagt, rosa könnte ich mir noch gut vorstellen als Full Cover drunter oder halt eine andere Pigmentwahl, was ihr halt da habt. Oder halt eben Blattgold, ne? Diese feine Folie drauf. Ja, Holo, ja, das hier ist ja jetzt mit Holo, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Das wäre mir zu quietschig. Ja, schaut halt, was ihr am Tisch habt. Und ja, probiert es aus. Doppelstamping, schwarz-weiß übereinander oder etwas untereinander versetzt. Und dann ja, Flecken, Farbflecken möchte ich es mal nennen. Und ja, ich hoffe, dass ich euch da wieder mitnehmen konnte, eine neue Inspiration euch schenken durfte. Und ich würde sagen, ihr bleibt jetzt einfach in eurer Mitte. Ihr schafft euch eure Wohlfühloasen. Vergibt mir meine Unprofessionalität heute am Tisch, aber trotzdem ist was Gutes draus geworden, was Hübsches. Und ja, ich verbleibe bis dahin zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin sage ich nur noch Tschüss.